Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von HWK TV. Heute geht es um traditionelle Handwerksbetriebe, die wir hier in den Lehrwerkstätten der HWK größten Wert auf ein qualitatives Endprodukt und auf eine gute Ausbildung legen. Und um Ihnen einen kleinen Einblick in die gute Arbeit von Familienbetrieben geben zu können, haben wir eine Koblenzer Bäckerei besucht. Und dort wurde die dritte Bundessiegerin im Leistungswettbewerb des Handwerks ausgebildet. Tradition, ein Familienunternehmen seit Generationen und handwerklich hergestellte Leckereien. Das sind Prädikate der Koblenzer Bäckerei Klein, die ihr Backstüffchen im Zentrum der Koblenzer Altstadt hat. Klein, aber fein. So kann man das Handwerksunternehmen mit Blick auf die Zahl an Mitarbeitern und Lehrlingen beschreiben. Ja, wir haben 22 Beschäftigte in unserem Betrieb hier. Davon sind 8 Auszubildende. In der Backstube haben wir 3, eine im Bürobereich, eine Auszubildende und der Rest ist im Laden im Verkauf tätig. Die Ausbildung hat hier seit jeher einen festen Platz und das in einer überdurchschnittlichen Qualität. So kann es den Kunden durchaus passieren, dass ihre Backwaren gerade von einer der besten Verkäuferinnen Deutschlands eingetütet werden. Magdalena Pietraschek hat im Wettbewerb der Fachverkäuferinnen im Bäckerhandwerk den 3. Bundessieg erreichen können. Ein kompakter Besuch, wo wirklich viele interessante Sachen dabei sind, wo jetzt nicht nur eine normale Verkäuferin. Viele denken jetzt bei dem Besuch so, okay, ich stehe jetzt hinter der Theke, bediene jetzt nur einen Kunden, aber steckt da wirklich sehr viel mehr dahinter. Ein Beruf, der für Vielfalt und Abwechslung steht, der die Handwerkerin mit vielen Leuten zusammenbringt und um den man sie gerade in der Vorweihnachtszeit beneiden kann. Von der Bäckerei nun zur Metzgerei und zwar zu Metzger Zentner aus Koblenz, der bereits seit 4 Generationen besteht und sich auf die kulinarischen Genüsse von Wild spezialisiert hat. Im Jahre 1902 wurde die Fleischerei Zentner im Koblenzer Stadtteil Gülz gegründet und befindet sich seitdem in Familienbesitz. Heute leitet Fleischermeister Manfred Zentner das Unternehmen bereits in der 4. Generation. Auf handwerkliche Meisterqualität und eine gute Ausbildung wird im Traditionsunternehmen großen Wert gelegt. Wir haben 6 Mitarbeiter, davon ist ein Lehrling. Wir sind ein Familienbetrieb und bei uns war immer ein Lehrling dabei. Die Leute essen mit, wir trinken zusammen Kaffee, das gehört einfach dazu. Und der Nachwuchs muss gefördert werden. Vor einigen Jahrzehnten hat sich das Unternehmen auf Wild spezialisiert. Eine gelungene Kombination, denn Manfred Zentner und sein Vater sind selber passionierte Jäger und wissen so ganz genau um die Herkunft der heimischen Wildspezialitäten, mit denen sie auch Kunden über die Region hinaus verwöhnen. Ein Angebot, mit dem die Koblenzer jüngst einen bundesweiten Preis gewinnen konnten. Bei der 2. deutschen Wildwurst-Qualitätsprüfung wurden sie für gleich mehrere Produkte prämiert. Und ich habe meine Produkte dort eingesandt und habe dann Bescheid bekommen, dass ich sogar in einer Kategorie der Gewinner war mit der Wildschwein-Leberpastete und auch alle anderen Produkte wie Wildschweinbratwurst, Wildsalami, Wildschinken und Wildknacker haben alle Medaillen bekommen und da sind wir sehr stolz drauf. Zur hauseigenen Wurst- und Fleischverarbeitung zählt auch eine traditionelle Räucherkammer im Hof des Unternehmens, in der die Produkte nicht nur haltbar gemacht werden, sondern auch im Geschmack den letzten Schliff erhalten. Diese beiden Betriebe sind nur stellvertretend dafür, welch gute Arbeit traditionelle Handwerksbetriebe in Koblenz leisten. Und wenn Sie möchten, finden Sie diese aktuelle Sendung und andere auf hwk-tv.de. Und jetzt geht's weiter im Programm von TV Mittelrhein.